Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, zur Abwechslung geht mal das Mikrofon an meiner anderen Kamera nicht. Ich könnte die drei Haare, die ich noch habe, könnte ich mir rausreißen. Morgens bin ich leer nach Völklingen, wollte schon wieder Neunkirchen sagen, bin nach Völklingen gefahren und habe den kleinen Mezzobrecher geladen. Den habe ich nach Neunkirchen gebracht. So ging der Tag los. Zu neuen Schandtaten. Wie gesagt, ein Teil unserer Maschine geht vielleicht auch mit nach Neunkirchen. Gewesen, aber eine Taube da vorne drauf, nee, sieht nicht gut aus. Spaß, alles gut. Diese Kehlmaschine. Hier entlang, ja. Okay. Ja. Ja, der hat ja, stimmt, der sitzt ja auf der Beifahrerseite, auf der rechten Seite. Ja, hab ich vergessen. So, wie schaut's denn aus? Da steht alles. Scheinbar kann ich direkt rein, ne? Scheinbar kann ich direkt reinladen. Der steht richtig rum. Wir haben gerade noch gereinigt. Gucken wir, ob da hinten ein Bagger steht. Der dreht sich da hinten. Also Bagger stehen hier mehr. Ob sich der Bagger dreht, ob der ladet, aber es sieht nicht so aus. Ne? Da fahre ich gleich rein. Dann fahren wir gleich rein. Was ich habe, das habe ich.
und das ist wieder die bescheidene Einfahrt. Gehen wir davon aus, dass der Parkplatz, ja, es ist gerade Schule, dass der Parkplatz belegt sein wird. Dass ich da gar nicht quasi die normale Einfahrt nehmen kann, sondern dass ich wieder vorne den Matzhohen Badstein hochfahren muss. Das hat sich doch jetzt mal gelohnt, oder? Dass er 50 Meter vor mir fährt jetzt. Ja, vielleicht 80 Meter. Keine Ahnung. Aber Hauptsache im Überholverbot vorbeigefahren. Und noch eine Fahrbahnsperrung links. Alles ganz schnell. Machen wir ganz schnell. Stein hochfahren. Da muss ich noch gucken, was ich noch an Werkzeug mitnehmen kann. Zwei Löffel muss ich mindestens mitnehmen, wenn es geht, noch ein Pulverisierer. Na komm. Gucken, wie wir das machen, ob das geht überhaupt. Sein, dass es geht. Manchmal kann ich mit dem Bagger quasi drüber fahren. Das ist eine Ölspur da. Ist das noch Wasser? So. Ich denke nicht, dass ich auf die normale Einfahrt reinkomme. Da steht auch ein Bus. Ne? Hier ist die Baustelle. Da wird alles zugeparkt sein, ne, da oben. Ja, da komme ich ja
nirgendwo durch. Na, vielleicht ganz, ganz hin, aber das wird nichts werden, denke ich. Dann fahren wir hier rein. Fahren wir hier rein und fahren wieder den Badstein hier hoch. Ja, ich weiß, ist nicht schön. Ist nicht schön, aber was soll ich machen? Rauskommen. Ich komme hier zwischen die Fahrzeuge, komme ich nirgendwo durch. Was liegt denn da? Wieder in der sein Müll hierher gelegt, ja? Das ist auch was. Es kostet doch nichts. Es kostet doch nichts. Warum lege ich meinen Müll hierher? Was ist denn das? Drucke? Na ja. Alte Drucke. Schande, oder? Doch, hier käme ich vielleicht raus. Hier käme ich vielleicht raus, aber hier im Bad will ich ja da nicht stehen bleiben. Ne? Guck mal, ob ich gleich drehen kann, aber das wird auch nicht. Ne? Wird auch nicht hinhauen. Hier oben. Ja, gut, extra für dich gemacht. So muss das, einwandfrei. Moin, Dorsten. Der Wasche. So muss das, ja. Ich war noch nie hier oben. Alter, was da überall Löcher drunter sind. Ich fahre hier gerade was vor, da bin ich niemandem im Weg. Welcher steht daneben dran? Moment, ich muss gerade mal die Kamera anhängen. Jetzt Licht. Jetzt brauchen wir Licht.
fahre ich wieder zurück. Wie schon gesagt, nach Völklingen. Erst sollte ich noch einen Bagger nach Bruchmühlbach fahren, irgendwo dorthin, keine Ahnung. Aber das hat sich erledigt, das ist wohl noch nicht so weit. Jo. Gucken, dass ich da unten rauskomme irgendwie. Soll mal eine neue Schule entstehen, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Ja, ich kann eigentlich nur der Unne raus, ne? Wo das blaue Auto steht. Sonst komme ich hier nirgendwo raus. Oder ich fahre wieder dasselbe Weg über den Hohen Bordstein raus. Noch weg, das finde ich sehr gut. Können wir hier rausfahren? Ich hoffe, dass die wegfahren. Sie hier hinten drin die Einfahrt auch noch zugemacht, ja, alles zugeparkt. Also, oh ja. Warum man nicht einfach den ersten Platz hier vorne spart, warum man da nicht kein Parkverbot macht. Das Schildchen steht noch, gut. Morgen haben wir es 20 nach 7. Bin etwa, ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Werde ich noch brauchen bis an den Königstiger. Da müssen wir mal gucken, der soll, wenn ich richtig gelesen habe, soll der auf den Donnersberg hoch. Jetzt ist ja die B48 hier Richtung Roggenhausen ist ja gesperrt, also ich werde, es gibt noch einen Weg hin rum über die kleineren Ortschaften, ja, den werde ich nicht fahren, weil eben durch diese Sperrung wird da viel mehr Verkehr sein als sonst. Da fahre ich da nicht durch. Das ist eh, das sind eh wieder nur enge Gassen, ja, und ja, bleibt dann wieder alle 100 Meter stehen, weil ein Fahrzeug entgegenkommt oder so. Also das machen wir nicht. Da werde ich wieder zurückfahren auf die Autobahn und werde dann bis ich habe Rolanden, werde ich dann Autobahn fahren. Also ich muss da hin. Da hin. Oh, da vorne schon gleich rechts rum. Uiuiuiui.
ich mach's Fenster zu. Ich will immer nicht. Also direkt schon wieder ins Tiefbett rennen, aber. Deshalb sind die Diele weg. Aua, was war das? Da sehe ich doch schon was. Da sehe ich doch schon was. Hier fahren, immer hier laden und hoffe, dass wir hier dann später rauskommen. Müsste noch mal klappen. Alle machen den Rückwärtsgang reden.
im Kalschmer Wald oben quasi. Hoch Richtung Donnersberg. Genau, in 2-3 Minuten sollte ich da sein. Na, 5. Bin ja schon lange nicht mehr durchgefahren. Hier fahre ich normalerweise nicht durch. Auch nicht, wenn ich nach Rockenhausen muss. Also muss ich halt vorne dran. Und da war das halt, Anführungszeichen, noch der kürzeste Weg. Kommt Fahr- und Bremsverhalten verändert. Ja, super. Nur solange die Bremse noch geht, ist alles gut. Wirklicher Anstieg ist das hier. Zweimal zwei Gänge runtergeschaltet. Ich bin ja cool, bin ja stolz, Auto. Ja. Alles gut. Ganz normaler Wahnsinn. Aber es wird schon einen Grund haben, warum hier eine durchgezogene Linie ist in der Mitte. Nächste wird auch gleich vorbeifahren. Kommt da vorne, kommt gleich ein Kreisel, da ist links davon ist ein Hotel. Fahre ich geradeaus rüber Richtung, also über den Kreisel fahre ich geradeaus drüber und dann kommt links ein Parkplatz und da laden wir ab. Bin auf die Berge hier hoch, also ein richtig angenehmes Fahren. Gesagt, der Ober. So, hier ist der Kreisel. Jetzt hier hoch dann auf Donnersberg. Ja, man sieht jetzt leider nichts. Alles Benebelt. So, und hier vorne ist der Parkplatz. Ich keinen sehe. Ah, doch. Doch, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
weiter, okay? Dachte, wir laden hier ab. Ah, alles gut. Fahren wir doch den Donnersberg hoch, ha? Alla, dann fahren wir den Donnersberg hoch. war ich eh schon lange nicht mehr. Geht's ja. Design. Und jetzt hier hoch. Meine ich mal. Ja, ich war schon ewig nicht mehr hier. Und ewig nicht mehr hier gewesen. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier vor mindestens 18 Jahren, würde ich sagen. Mindestens. Eigentlich schade, ne, dass es jetzt heute Morgen so neblig ist. Ah ne, wir fahren nicht ganz hoch. Gut, okay. Wir fahren da rein, das passt doch. Könnte ich vielleicht sogar drehen hier. Gucken, dass ich hier links ein bisschen aus dem Habes rauskomme. Muss jetzt den Berg hoch wieder. Eine Sperre mache ich immer hin. Kommt gleich wieder der Ast. Achtung, das tut gleich weh.
war gar nicht so schlimm. Gut, danke. Hoch, dann werde ich noch ein bisschen Fahrhöhe einstellen. Na, ich bin auf Eco, kann ja nichts werden. Nicht auf Öko, sondern auf Eco. Auch mal anrufen, mal hören, was Sache ist jetzt. Jetzt haben wir es 10 nach 10. Schade, jetzt echt schade, dass hier so halt neblig ist heute. Könntest du gucken bis Ludwigshafen raus. Raus oder komme ich da nicht raus? Oder drehe ich einfach hier? Da ist ein großer Parkplatz, oder? Da muss ein Parkplatz sein. Ja. Gut, da kann ich drehen. Sollte ich drehen können. Ja, okay, da ist ein riesiger Parkplatz. Das passt. Mal kurz anrufen, mal hören, was es gibt. Doch. Also. Ich fahre jetzt rüber nach Sembach. Auf unseren Lagerplatz. Lade ich ein Band, bringe ich nach Neunkirchen. Dann fahre ich Völklinge, bringe den Radlader auch nach Neunkirchen. Fahre ich wieder Völklingen, hol den Cut 323 und der soll mit nach Hause. Und der soll mit nach Hause. Hier sind im Winter, sind hier als Drift-Events. Nicht offiziell, ja, aber ich weiß, dass sie da sind. Ja, das machen wir. Ich weiß gar nicht, ob ich das packe. Ich habe jetzt fast drei Stunden Fahrzeit. Bis ich Sembach geladen habe. Ja, es wird strammer Tag.
So, wieder in meinem Fahrzeug. Fahre ich rüber, hänge mein Tiefbett an, dann fahre ich mit dem rüber, wechsle da noch einen Reifen. Der ist wieder auf der Mittelachse, die innere 2 cm sind komplett weg. Das ist einfach. Ja. Und ich habe. Wann war ich in Ludwigshafen, wo ich meinen Reifen kaputt gefahren habe. Das ist vielleicht eine Woche her oder so. Und da haben wir an der Achse vorne dran der Reifen gewechselt und da war noch alles so, wie es sein soll. Und jetzt, ein paar Tage später, ist wirklich, ja, da guckt schon fast der Draht raus oben wieder. Also ich keine Ahnung. Ach komm, jetzt fahr. Den Bagger ließ ich jetzt auch fahren. Ja, habe ich jetzt eben reingesetzt. Er ist gerade so angesprungen. Da hat sich vorhin nicht der Cut, der hat sich nicht abladen lassen. Also beziehungsweise wir haben ihn überbrückt, aber es ging nichts. Es ging nichts an dem. Es ging gar nichts. Ja. Kein Arm gehoben, kein. Einfach nichts. Jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich hier den Hänger wieder bei uns in die Halle gestellt und bin an der Bagger. Und der Bagger, wie gesagt, gerade so gerade so angehustet. Ja. Er lief und dann. Ja. Ging ja auch irgendwie, keine Ahnung. Vorhin war wirklich gar nichts. Komplett tot. Gerade den 026 kompakt geladen. Eigentlich sollte der runter in der Zolle haben nach Mainz. Aber jetzt, alter Schwede, der Bus kommt mir die Hälfte auf meiner Spur entgegen. Fällt er doch nichts mehr in. Fällt er nichts mehr in, wie man so fahren kann. Egal. Wie gesagt, eigentlich sollte der nach Mainz in der Zollhafen runter, aber. Neunkirchen, der Bagger hat irgendeinen. Ich weiß nicht, ob der Akku leer ist oder Speicherkarte voll. Auf jeden Fall muss ich es heute wieder von hinten machen. Hab ja gerade hier den 926 geladen. Eigentlich sollte der runter nach Mainz in der Zollhafen. Den fahre ich jetzt aber hinter nach Völklingen, nach Neunkirchen. Da ist gerade der Cut, der 336, der hat wohl einen Defekt, der wohl etwas länger dauert. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, da stehen die LKWs und wollen laden und der Bus jetzt dringend den Bagger hin. Ja. Das machen wir jetzt noch. Mal gucken, ob ich das noch. Ob ich das noch zeige in dieser Folge. Falls ich es nicht mehr zeigen sollte, dann sage ich jetzt schon mal Ciao und Bedankt.
bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen.